eine Übungsaufgabe zum thermischen Gleichgewicht, bei der wir die Grundgleichung der Kalorimetrie anwenden wollen. Zur Erinnerung, Wärme und Arbeit sind Formen des Energieaustausches und in der Regel vom Weg abhängig. Jede Volumenänderung gegen einen äußeren Druck ist mit einer Volumenarbeit verbunden. Berechnet wird das nach dv gleich minus px dv. Und wenn wir eine sensible Wärme haben, dann können wir die nach der Gleichung Cp mal dt berechnen. Genau diese Gleichung brauchen wir jetzt für die Übungsaufgabe. Wir haben zwei Systeme, einen Polystyrolblock, Anfangstemperatur 50 Grad und Wasser, Anfangstemperatur 20 Grad. Wir bringen beide in thermischen Kontakt. Wir warten, bis das Gleichgewicht sich eingestellt hat. Dann haben beide Systeme die gleiche Temperatur. Wärme ist geflossen. Und die Grundgleichung der Kalorimetrie lautet in diesem Falle so, dass die Wärme, die das Wasser aufgenommen hat, vom Betrag her gleich ist der Wärme, die das Polystyrol abgegeben hat. Wir verwenden für beide Wärmemengen die eben angeführte Gleichung, also C mal dt bzw. Integral C mal dt. Vergessen nicht das negative Vorzeichen, weil aufgenommene Wärmemengen positiv und abgegebene negativ gerechnet werden. Integrieren dann zwischen den Anfangstemperaturen und den Gleichgewichtstemperaturen. Wenn wir annehmen, dass die Wärmekapazitäten konstant sind, können wir die Integration leicht durchführen und haben in dieser Formel hier die Grundgleichung der Kalorimetrie. Wärmekapazität System 1 mal Delta T System 1 ist Wärmekapazität System 2 mal Delta T System 2. Wir können ausmultiplizieren, nach der Gleichgewichtstemperatur auflösen und erhalten diese Form der Grundgleichung. Hiermit können wir die Gleichgewichtstemperatur ermitteln. Wir brauchen die Wärmekapazitäten der beiden Systeme, das ist einmal 2,6 Kilojoule pro Kelvin für das Polystyrol und 41,8 Kilojoule pro Kelvin für das Wasser. Wir setzen Kelvin-Temperaturen ein, 323,15 für Polystyrol, 293,15 für Wasser, erhalten eine Mischungstemperatur von 294,91, also knapp 295 Kelvin. Das bedeutet, dass das Wasser seine Temperatur nur um 1,76 Kelvin erhöht hat und das Polystyrol seine Temperatur um 28,24 Kelvin reduziert hat. Die Wärmemenge, die ausgetauscht wird, können wir jetzt ausrechnen, entweder als abgegeben oder aufgenommene Wärmemengen. Wir sollten zum gleichen Ergebnis kommen. In diesem Beispiel habe ich die abgegebene Wärmemenge berechnet. Wärmekapazität des Polystyrols mal Temperaturunterschied, Temperaturänderung des Polystyrols, minus 28, ist minus 73 Kilojoule. Das ist die ausgetauschte Wärme. Die Wärme, die bedarfsmäßig auch vom Wasser aufgenommen wurde.